Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir einen Blick in den M. Asam Magic Finish Make-up Adventskalender. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Der Magic Finish Adventskalender ist die Make-up-Variante. Es gibt noch zwei weitere, einmal die Pflege-Variante und eine Premium-Variante. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Der kostet 69,99 €, soll ein Warenwert von 158 € beinhalten und ich bin sehr gespannt, wie abwechslungsreich uns der Inhalt dieses Jahr begegnen wird. Ich gehe safe von manchen Staple-Produkten aus. Das Puder wäre ganz nice, das Magic Finish an sich, also die Foundation wäre ganz nice, ne? Aber auch ein paar Füllprodukte werden hier sicherlich drin sein. Ein kupferfarbener Adventskalender mit Boxen und Zwischenebenen, Ständer hinten dran, das finde ich richtig cool. Hier habe ich jetzt einmal die Nummer 1, May Your Day Be As Flawless As Your Lashes. Okay, hier ist eine Mascara sehr wahrscheinlich drin. Steht auch außen drauf. Das wird ein bisschen schwierig mit dem Weiterverwenden, bin ich ehrlich. Das ist eine kleine Größe von der 38 Grad Waterproof Mascara. 4,5 Milliliter haben wir hier drin und ich blende euch natürlich auch immer die Bürstchen soweit mit rein. Ne? Ja, wasserfeste Mascaras sind gut. Vor allem, wenn man so dran denkt, dass man vielleicht eine Schneeballschlacht hat und die Mascara das gerne überleben möchte. Aber ich persönlich trage nicht so gerne wasserfeste Mascaras, weil die sich schwer abschminken lassen und meine Wimpern dann leiden. Das hier sind ja meine echten Wimpern und die pflege ich ja immer richtig schön mit Wimpernseren und so. Und da wäre es mir ein Dorn im Auge, wenn sie mir abbrechen würden durchs Abschminken. Lipstick speaks louder than words. Also in der 2 haben wir safe einen Lippenstift drin enthalten. Eine süße kleine Größe von dem Fine Lily. 1,9 Gramm. Das ist ein Brilliant Shine Lipstick. Wie cool ist das denn? Wir haben auch im Adventskalender das ein oder andere Produkt drin, was man so gar nicht im Standardsortiment in der Farbe findet. Also wirklich so Adventskalender exclusive. Das ist aber wirklich ein sehr, sehr schönes Tönchen. Mag ich gerne leiden. Ein kühles Tönchen, ne? Und erinnert mich auch ein bisschen, ich glaube, an den Rosewood, den die ja auch im Sortiment haben. Aber der wird dann ja auch wahrscheinlich noch mit ein bisschen mehr Schein sein. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3, die sehr leicht ist. Hey You, Nice Brows. Oh, mutig. Mal gucken, was die hier als Augenbrauenprodukt reingepackt haben. Es ist tatsächlich ein Eyebrow Designer in der Farbe Braun. 0,095 Gramm haben wir hier drin. Für mich wird der zu dunkel sein, aber ich hatte die letzten Jahre Glück. Da war ein Produkt drin, was mir persönlich farblich gepasst hat. Dieses hier ist mir zu dunkel, weil ganz offensichtlich bin ich blond und das ist meine Naturhaarfarbe. Hier haben wir die Nummer 4 und da geht es weiter mit Lippenprodukten. Lips of Honey, Heart of Gold. Also Lippen aus Honig und das Herz aus Gold. Hier haben wir eine Starshine Lip Oil drin enthalten in einer kleinen Größe mit 1,5 Millilitern. Ich glaube, diese kleinen Größen finden wir so auch gar nicht im Sortiment. Das heißt, es wird dann von mir runtergerechnet werden. Eine wunderschöne, wunderschöne Adventskalender-Rotfarbe. Mag ich gerne leiden. Mein Lippenstift ist cremig genug, ansonsten könnte ich mir den einfach auch mal drüber toppen. Ich glaube, hier habe ich ein bisschen gepatzt, ne? Läuft bei mir. Aber das finde ich toll. Das ist eine schöne weihnachtsrote Farbe, macht auf jeden Fall in einem Adventskalender Sinn. Am 5. Dezember erwartet uns For a Holiday State of Mind. Vielleicht... Oh! Oh! Wie cool ist das denn? Ein Dream Glow Loose Bronzer. Ja auch genial. Holiday Skin, 3 Gramm haben wir hier drin, also ein loser Bronzer. Erinnert ein bisschen an Tamtam Beauty, die hat ja auch mal so einen losen Bronzer rausgebracht, der aber mir persönlich leider zu warm war. Ich glaube, die Farbe könnte gut funktionieren. Und ich meine, als ich meinen Full Face im Asam oder Asam Beauty oder Magic Finish gedreht habe in der Woche mit den Mädels zusammen in der Drogeriewoche, wo wir aktuell übrigens auch wieder ein Video drehen. Genau, also ihr müsstet dieses Video auch in der Woche sehen, wo wir unsere Purish-Woche haben, wo ihr mit Claudi Purish 20% auf alles sparen könnt. Schaut gerne mal vorbei. Auf jeden Fall habe ich da mein Fullface am Asam gedreht und habe diesen Bronzer nicht gekriegt, weil der ausverkauft war. Ja, weil die alle Vorräte für die Adventskalender verwendet haben. Das finde ich cool, auch wenn es mutig ist, ne? Weil ein Teintprodukt in der Farbe ist manchmal so eine Sache. Aber ich glaube, dass das eine relativ universelle Farbe sein könnte. Der 6. Dezember ist Nikolaus. Da möchten wir natürlich ein Knallerprodukt drin haben. Beauty is good for the soul, steht hier hinten drauf. Schönheit ist gut für die Seele. Okay.
Okay, hier haben wir einen Pinsel drin. Das ist so ein Blush- oder auch Bronzer-Pinsel, den wir dann natürlich, Powder Brush steht hier hinten drauf, den wir dann auch 1A zusammen in Kombination mit dem Bronzer verwenden können. Passt definitiv. Ich hätte die beiden Kläppchen ehrlich gesagt getauscht. Wobei, da muss man sagen, ein Blush- oder Bronzer-Pinsel kann jeder verwenden und den Bronzer selber von der Farbe vielleicht nicht jeder. Das ist dann vielleicht so rumgedacht sinnvoll. In der Nummer 7 erwartet uns was Goldenes, denn Stay Bold, Stay Gold steht hinten drauf. Vielleicht eine Mascara, die derbe Volumen machen soll oder so? Nein, wir haben hier wieder ein Push-Up Lipgloss, also ein Lippenprodukt, aber das hat Sparkles drin. Auch hier sind 1,5 Milliliter drin enthalten. Ich versuche euch diese Sparkles mal aufzufangen. Mal gucken, ob die Kamera das macht. Das sieht sehr, sehr schön aus. So ein bisschen wie winzig kleine Schneeflocken, die kühl schimmern, aber jetzt nicht irgendwie pink oder sonst irgendwas. Das ist mehr so in die, gelb, gold, nein, nicht gold, Silberrichtung eigentlich eher so, ne? Ganz cool. Also das kannst du definitiv bei vielen Sachen als Liptopper verwenden. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Das liegt an vielen verschiedenen Faktoren, werde ich immer wieder nachgefragt. Mein Hund Sammy hat da Geburtstag und es reimt sich halt einfach. It's the most beautiful time of the year. Naja, wenn man den Adventskalender auspackt schon, ne? Wenn man da halt Beauty-Produkte drin enthalten hat. Und hier haben wir einen Topcoat drin. Endless Shine, finde ich auch sehr, sehr gut. 10 Milliliter. Die Nagellacke von dem Asam oder Magic Finish im Asam, Asam Beauty, was auch immer. Ich komme da durcheinander, Leute. Sind gut. Kann ich empfehlen und deswegen schön, dass hier ein Topcoat mit drin ist. In der Nummer 9 dürfen wir uns über etwas Glitzer freuen. When in doubt, just add some glitter. Also wenn du Zweifel hast, mach einfach ein bisschen Glitzer drauf. Okay. Magic Finish, Shake It, Instant Dry Drops, 5 Milliliter. Da muss ich mal gucken, was das ist. Sind das Glitzertropfen? Copper Chic. Vielleicht ein Liquid Highlighter? Könnte sein, ne? Also, nee, Instant Dry Drops, oder? Also, das ist wirklich in Kupfer, was jetzt wahrscheinlich nicht den meisten Leuten als Highlighter passen wird. Magische Schnelltrocknungstropfen für den Nagellack mit pflegendem Mandelöl für eine schnelle und unkomplizierte Maniküre. Ach, wie cool. Und ja, letztes Jahr im Adventskalender hatten wir nämlich auch so Quick Dry Drops drin. Und die verwende ich oder habe ich aufgebraucht. Die fand ich richtig gut. Die haben mir echt gut gefallen. Dadurch ist der Nagellack auch wirklich schneller durchgetrocknet. Und dann hast du ja auch noch Glitzer mit an dem schnell trocknenden Gedönsen. Hoffentlich bleibt das auch auf den Nägeln, aber ich glaube schon, oder? Auch in der Nummer 10 darf es mit Sparkles weitergehen. Sparkle Like Snow steht hier drauf. Das wird aber wahrscheinlich ein Lippenprodukt sein, oder? Ja, und zwar habe ich ein Brilliant Shine Lipstick am Start in der Farbe Champagne Shimmer. 1,9 Gramm. Ja, die Verpackung ist halt immer das gleiche. Ich mag super gerne diese Verpackung von Magic Finish, weil das so edel aussieht. Und wenn du, das habe ich bei meinem Full Face auch gesehen, wenn du das alles so auf Tisch stehen hast, alles von der gleichen Geschichte, sieht echt nice aus. Okay. Das ist eher so ein nude-farbener Ton. Das finde ich ja auch nice, ne? Mag ich sehr gerne leiden. Das kann was. Hier habe ich jetzt die erste Schnapszahl, die Nummer 11. No one is you and that is your power. Niemand bist du und das ist deine Kraft oder deine Stärke. Und hier haben wir drin enthalten, natürlich, im Asa Magic Finish. Oh, aber ich glaube, das ist neu. Das ist das Make-up in der Farbe Porcelain Tint mit 7 Millilitern. Das dürfte mir dann auch tatsächlich etwas besser passen als das reguläre Magic Finish. Jetzt gerade so Richtung Winter brauche ich auch eine etwas hellere Nuance. Also das ist dann meine Winter Foundation. Auch das mutig, ne? Aber es war irgendwie klar, dass wir auch ein Magic Finish drin haben. Aber ich frage mich jetzt, haben wir da noch eine Full Size von dem Magic Finish in der klassischen Größe drin? Oder klassischen Farbe? Ich denke schon. Da kommt Sammy gerade hochgetabert. Hallo, guten Tag. Hat Hirchen dich noch gar kein Abendbrot gegeben? Dann kommt es jetzt bei Frauchen an, ne? Halbzeit, die Nummer 12. Get glowing, the world needs your magic. Also fang an zu glänzen, die Welt braucht deine Magie. Oh, das finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so geil. 2 Milliliter von dem Glow Serum als Probe. Alles wird teurer im Leben, das stimmt wohl, ne? Aber, also, so eine Mini-Größe davon wäre schöner gewesen als einfach so ein Sachet, oder? Wie seht ihr das? Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Also man kann es auch als Highlighter verwenden. Ich habe auch aktuell das Glow Serum in Anwendung und auch tatsächlich unter meiner Foundation in Rose Glow, glaube ich, ne? Richtig, richtig schön. Aber Nörgel die Pörgel, ja, weiß nicht. Vor allem als Halbzeit ist es echt mau, ne? Die Nummer 13 habe ich jetzt hier. There is always a reason to smile. Du hast immer einen Grund zum Lächeln. Eigentlich stimmt das, aber
Starshine Lip Oil haben wir hier wieder am Start. Ich habe auch aktuell tatsächlich ein Lip Oil in Anwendung. Müsste auch aus dem letzten Adventskalender sein. Welche Farbe habe ich hier? Die Farbe Irish Cream. Genau, die habe ich tatsächlich auch immer, wenn ich mich schminke, in Anwendung aktuell. Das hier ist jetzt Raspberry Cupcake und da sind 1,5 Milliliter drin. Also ich mag das. Das ist eher eine Lippenpflege, hat eine leichte Färbung mit dabei. Ne? Ja. Es ist halt sehr lippenlastig bislang. Ne? Also 2, 3, 4, das fünfte Lippenprodukt in der Nummer 13 ist schon eine Ansage. Die Nummer 14. It's the reason, the season to sparkle. Es ist die Jahreszeit, um zu glitzern, zu scheinen. Studio Nail Polish, ein Nagellack mit 4 Millilitern. Das ist die Farbe Sparkling Joy. Passt. Keine Frage. Ne? Da haben wir jetzt auch definitiv dann ein Produkt, was wir verwenden können vor dem Topcoat. Bisschen kleiner als in den letzten Jahren, muss ich sagen. Aber trotzdem mag ich die Farbe. Und wann hat man mal einen Nagellack aufgebraucht? Jetzt mal ehrlich. In der Nummer 15, Your Eyes Could Light the Sky. Also deine Augen könnten den Himmel illuminisieren. Ein Eye Designer in der Farbe Golden Pearl. Ah, okay. 0,095. Also es ist kein klassischer schwarzer Kajal, sondern tatsächlich ein goldener. Das ist auch aufregend. Ja, kann man sich als Eyeliner machen, kann man sich in die Wasserlinie geben, wie man das auch immer möchte. Das ist nicht das meiste Produkt, das ist relativ wenig hier drin, ne? Aber es ist okay, muss ich sagen, für einen Adventskalender so. Ja, schön. Die Nummer 16 habe ich jetzt hier. Making the world more beautiful, one brow at a time. Du kannst die Welt ein bisschen schöner machen, aber schon wieder was zum Augenbrauen. Ah, Augenbrauen-Gel. Clear Lash, Brow, Lash and Brow Styler mit 4,5 Millilitern. Das finde ich auch super, dass wir hier quasi keine Färbung drin haben, sondern einfach ein durchsichtiges Produkt, weil das kann auch jeder verwenden. Eine Woche vor Heiligabend geht es wahrscheinlich wieder mit dem Lippenprodukt weiter. Gloss on, worries gone. Gloss drauf und die Sorgen sind weg. I wish. Hier haben wir nochmal einen Push-Up Lipgloss drin in der Farbe Lavender Love. Hört sich auch sehr, sehr schön an. Das sind auch wieder 1,5 Milliliter und da hast du wirklich so schöne Sparkles drin. Die Farbe mag ich wirklich gerne leiden und die kann man auch super kombinieren mit zum Beispiel dem Lippi aus der Nummer 2. Ne? Das kann auf jeden Fall was werden, weil die beide auch so einen Rosewood-Unterton haben, Rosenholz-Unterton. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Hier habe ich jetzt den 18. Dezember. Be happy, be bright, be you. Sei glücklich, sei hell, sei du. Okay. Mousse Eyeshadow. Ach was, 8 Milliliter sind hier drin. Das ist ganz schön viel. Für einen Lidschatten 8 Milliliter. ja, krass, da kommst du ewig mit hin. Okay. Das ist dieser hier. Und das wird wahrscheinlich auch genau diese Farbe sein, was natürlich super passend ist. Ne? Also eine schöne Farbe. Unten in der Ecke hat sich die Nummer 19 versteckt. Make time for you. Mach Zeit für dich. Was willst du denn? Eine Lippenmaske. Ah, okay, das macht auf jeden Fall Sinn. Ja. Oder heißt es, dass du dir Zeit nehmen sollst für dich selbst? Glaube ich. Ne? 5 Gramm sind hier drin. Roasted Almond. Wieso ist es in der Farbe? Das ist ja auch interessant. Ne? Also das ist die Lippenmaske und das ist die Farbe. Spektakulär. Ja. Herzlich willkommen im 20er-Bereich. If kisses are snowflakes, I'd send you a blizzard. Wenn Küsse Schneeflocken sind, dann schicke ich dir ein Schneegestöber. Süß. Volume and Repair Lip Balm habe ich hier mit 2 Gramm drin. Das ist die Farbe Pink Dream. Ja, und das ist halt so ein Zwischending zwischen Lippenpflege und Lippenfarbe. Auch wieder eine schöne Sache. Das ist ein festes Produkt, so zum Hochdrehen, ne? Auch echt cool. Am 21. Dezember geht es wieder um die Augen. Let your eyes do the talking. Überlass deinen Augen das Reden. So. Okay, ein Eyeliner. Richtig cool in der Farbe Schwarz. 0,8 Milliliter feiere ich. Also da hat, also, oh, die haben meine Gebete erhört, kann man das so sagen? Ich glaube schon, oder? Komm. Ein Schwämmchen-Eyeliner haben wir hier. Ich liebe Schwämmchen-Eyeliner oder generell solche Eyeliner. Ich mag nicht so gerne Dip-Eyeliner. Und am coolsten finde ich persönlich, wenn hier diese Spitze quasi so eine Pinselspitze ist. Aber wahnsinnig cool. Also, ne? Die zweite und letzte Schnapszahl, die Nummer 22. You're beautiful the way you are. Du bist genauso schön, wie du bist. Und das, finde ich, ist eine schöne Message. Das ist ein, wow, richtig schöner Nagellack. Hier haben wir auch wieder 4 Milliliter drin. Die Farbe ist Firecracker. Okay, guck mal. Das ist so ein Rot, aber der hat so rosa Sparkles mit drin. Schon aufregend. Also, ne, ich habe ja auch so, oh, mag ich ja gerne, so sparkly, parkly. Mega cool.
Einfach mal ein bisschen außergewöhnliche Farben auch für die Nägel mag ich. Wir sind schon am Tag vor Heiligabend, der 23. Dezember. Cherry Lips for a Mistletoe Kiss. Also Kirschlippen für einen Mistelzweigkuss. Das war klar. Ultra Glaze Lip Gloss haben wir hier mit 1,5 ml in Imperial Red am Start. Erinnert mich leider sehr an die Nummer 4. Wobei der hier noch roter ist und der hier etwas, etwas heller. Ne? Und das ist auch eigentlich eher ein Lippenöl. Okay. Dann ist das hier mit mehr Deckkraft am Start. Okay. Also von der Größe und von dem Gewicht her würde ich hier sagen, das ist ein Magic Finish drin. It's time to make magic happen. Ne? Das ist die Zeit, die Magie kommen zu lassen, wie auch immer. Genau. Da haben wir das klassische Make-up Fond de Teint Magic Finish 18 ml drin. Dieses klassische Mousse Make-up, was ich glaube auch echt viele von euch ziemlich hart feiern. Deswegen gehört es auch einfach in die 24 rein. Und jetzt sehe ich mir den kompletten Adventskalender an und sage, jetzt so bis auf den Concealer, das Puder vermisse ich tatsächlich und einen Blush vermisse ich. Da könnte man vielleicht den Lidschatten umfunktionieren, dass man den sowohl als Lidschatten als auch als Blush verwendet. Man kann ja auch Lippenprodukte, also Lippenstifte zu einem Blush umfunktionieren. Du hast hier quasi ein Fullface durch den Adventskalender. Und das gefällt mir bei einem Make-up-Adventskalender richtig gut. Ja, er ist sehr, sehr lippenlastig, da hätte man definitiv und sehr, sehr gerne das ein oder andere Lippenprodukt durch das Puder oder durch einen Blush ersetzen können. Aber wir haben hier coole Sachen drin, wo man einfach auch echt mal das Sortiment von Magic Finish, von Arsa Magic Finish kennenlernen kann und für 69,99 das auch machen kann. Ich finde auch, dass der Preis vollkommen in Ordnung ist. Also ich habe ja auch die anderen Adventskalender schon gesehen, die auf dem Markt sind. Ne? Das ist preislich schon fair und wir haben hier auch wirklich gute Produkte drin. Ob das wirklich 158 Euro sind, habe ich euch ausgerechnet. Habe ich dann anhand der Größen, die ich halt online finden konnte, runtergerechnet. Ne? Und genau aus diesem Grund kann ich diesen Adventskalender tatsächlich auch empfehlen, wenn man einen reinen Make-up-Adventskalender sucht. Ne? Man könnte sich definitiv auch nochmal den von Maybelline anschauen, weil da gibt es auch sehr, sehr schöne Produkte drin. Und dann einfach für sich entscheiden, was man da lieber nehmen möchte. Hier ist es wirklich so, dass man auch aufpassen sollte, was den Teint angeht. Weil wenn einem das Magic Finish nicht passt oder, ne, also wenn man dunkler als die klassische Farbe ist, dann hat man hier, glaube ich, nicht so viel Freude dran. Ansonsten, wenn man so eine Blassnase wie ich ist, denke ich schon. Schade finde ich das mit dem Glow Serum. Richtig gut finde ich, dass wir eigentlich gar keine Füllprodukte drin enthalten haben. Ich habe euch den Link mal dazu in die Infobox gesetzt. Dann könnt ihr direkt nämlich über die Arsa Beauty Homepage bestellen. Alternativ gibt es den auch, ich denke, bei Rossmann zu kaufen, bei DM zu kaufen. Da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Und ja, dann wäre es das hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.